Dann müssen wir da hin. Wow. Bist du da jetzt einfach runter? Ja. Okay. Ja, er wieder, weißt du. Hat er wieder... Da vielleicht nicht. Hey, haut er wieder voll den RP-Gott raus. Bist du ein bisschen zu weit runter, hallo. Hä? Bin schon wieder hier oben drauf. Guck, guck. Also so krank, halt wie du da runtergesprungen bist, bin ich nicht runtergesprungen. Ich bin kein Stuntman. Ach so, okay. Schade. Jetzt hast du es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Weil ja, ja, egal. Ja, mir erst vorwerfen. Nicht lang, kennst du mich doch. oh, was sind das für schöne blaue Pflänzchen hier? Die blauen Pflänzchen haben wir auch gedacht. Sieht ein bisschen aus wie, wie Flieger oder sowas. Lupine. Okay. Lupin? Professor Lupin? Okay, Entschuldigung, Harry Potter wieder. Pflanzenfasern kriegst du da aber auch noch raus. Weidenröschen. Was sind das hier? Oh, was Weidenröschenwurzeln. Ist das hier Okay. Wie sweet ist das denn bitte? Mhm. Das sieht ja knuffig aus. Wir haben einen Tannenbaum gefunden. Wir müssen ihn mitnehmen. Hör auf! Der hält, der hält nicht bis Weihnachten. Nee, das sind Weidenröschen. Da gibt's extra was drauf. Was ist das hier oben? Krautweide. Krautweide, okay. Gibt's da was extra? Nee, da gibt's Pflanzenfasern. Das weiße hier unten ist irgendwie Efeu oder sowas. Kann das sein? Das ist Steinbrech. Was da auf dem Boden liegt? Nicht das da, das da, was hier. Ach so. Das ist, arktische Weide. Ach, Weide ist das, okay. Nicht schlecht. Eine arktische Weide. Müsste jetzt hier nicht auch mal irgendwann Schnee kommen? Schnee! Ach, da oben. Kuh, Schnee! Das sehe ich aus wie ein Gams oder was, dass ich hier den ganzen Berg hochkraxle. Wenn wir abbauen, bekommen wir Erde. Naja, das ist ja das gleiche wieder wie... Wie Assi. Da kann man sich keinen Schnee holen. Das ist kein Minecraft, Mann. Aber jetzt müsste man auf unserem Everest sein. Theoretisch hier oben. Das müsste höchstwahrscheinlich der höchste Punkt sein. Au. Ich bin der König der Welt. Boah, schau dir mal an, wie schon da der Meteorit von hier aussieht, Alter. Ja. Puh, böse. Hau ab, du Sau. Ich schieß dich ab. Ich hab den Pfeil nicht mehr gesehen, Junge. Wie hieß das Spiel? Lauft! Kommt der Pfeil dann ja wieder runter? Ich weiß es nicht. Oh Gott, er kollidiert gleich mit dem Mond. Er kollidiert. Ja. Oh Gott, schön. Ja. So, wo wollen wir jetzt hin? Mammutbäume, Alter. Junge, da ist, glaube ich, der fetteste Mammutbaum in unserem ganzen Spiel, Alter. Komm mal her. Wo? Da unten. Steht ganz unten und geht fast so hoch wie die Tanne hier oben. Ach so, ja. der da, ne? Ich sehe immer noch keine Pfeile. Ich weiß nicht, ob du meinen siehst. Ja, ja, ich sehe deinen. Ja. Ja, aber genau den. Mhm. Ach, jetzt hab ich ihn gesehen. Boah, das ist aber sehr schnell. Naja, das ist auch ein Pfeil. Das ist keine Schildkröte. Der ist ja pfeilschnell. Oh Mann, ey. Wir hätten hier übrigens noch irgendwie... Können wir Tiere eigentlich auch fortpflanzen? Weiß ich gar nicht. Wenn wir die einfangen und dann fortpflanzen oder so? Für Eis! Was ist das denn? Ja, ich wollte gerade sagen, ist das ein Eisbär? Nicht töten, aber nee, das ist eine. Nein. Davon hast du mich schon zwei getötet. Die habe ich ja gestern geschoren und da kommt Wolle bei rum. Davon habe ich keine getötet. Aber warum haben wir davon Kadaver bei uns? Ja, wir haben Haufen Wölfe bei uns. Jo, wir haben ist dir das noch nicht aufgefallen? Noch Alter. Aber du ich hast die Kadaver dann gefunden. Nein. Ja doch, weil ich habe sie nicht gesammelt. Ja, ich auch nicht.
Aber wo kommen die dann aus der... Wo zur Hölle kommen die dann in unser Lager her? Aber ich habe die da nicht reingelegt. Oder sind da am Strand welche rumgelaufen? Boah, da müsste ich nochmal nachgucken. Das wüsste ich jetzt nicht. Weil hier oben in den Gebieten war ich ja gar nicht. Deswegen ja. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ja. Genau. Gut, dass wir drüber geredet haben. Schon. Warte mal. Was haben wir denn noch so Spannendes? Ich glaube, viel mehr Wüste haben wir nicht, ne? Nee, wir haben schon so ziemlich alles abgedeckt gerade. Ja, biomtechnisch schon. Wir hätten natürlich, ich überlege gerade, hier neben der Wüste hätten wir, ja, es sind aber auch ein paar Plateauebenen. Was ist eigentlich dieser schwarze Bereich hier? Ist das Kohle? Jetzt direkt westlich von den Bergen am Strand? Siehst du diesen schwarzen Fleck da? Meinst du da im grünen, dunkelgrünen Bereich? Ja, genau. Ich wäre jetzt fast auf Kohle gegangen, ja, dass er da oben hängt, aber da können wir mal hin. Ja, dann lass uns doch mal da hingucken. Warte, da muss ich. Wo ist er? Ich habe ihn mir gesetzt. Okay. Erster Spot. Wirklich erster Spot. Ist das der da? Ich habe den annehmt. Ist egal. Er muss nur einen Namen haben, dass ich weiß. Ja, das ist er. Ich weiß einfach nur von mir aus nach Westen. Ich habe ihn markiert. Wir treffen uns da. Gut, dass man keinen Fallschaden kriegt. Ja. Ich wäre tot. Ich wäre sowas von tot. Ich hab den Berg von ganz oben nach ganz unten gesprungen. Läuft, gönn dir. Ich bin Chuck Norris, Alter. Warte, lass mich kurz überlegen. Nein. Oh Mann. Vielleicht sein Bruder. Chuck Norris? Sorry. Oh Gott. Was, Chicken Wings? Oh ja, da hätte ich jetzt Bock drauf. Huck Norris. Für Umarmungen. Ich bin Huck Norris. Ich liebe Umarmungen. Moment, das mit dem Huck, das klingt jetzt falsch. Das klingt jetzt so, irgendwie komplett falsch. Ich zerhacke. Ja, nee, das nicht. Nee, it's Huck und so, weißt du? Huck wird aus... Alles wird aus Huck gemacht. Huck, sag mal guten Tag. Nee. Ich bin übrigens so schon dort, ne? Ich noch nicht. Das ist Basalt. Stopp. Halt, ne, du Arsch. Was? Ich war noch nicht da. Digga, bist du die ganze Zeit gelaufen? Nö, ich stehe schon eine Weile hier. Ja, dann bist ich hab doch gesagt, einfach nach Westen. Bist du gesprintet oder was? Jein, ja, schon. Also halt, ne, mit Shift und so. Ich hab immer das Gefühl, du stehst woanders und ich bin zu einer anderen Stelle gelaufen. Kann durchaus sein. Ja, aber ich stehe woanders. Ich bin bei 75, 71, 3, 4, 9. Ja, hab ich bei 140, 79, 6, 5, 1. Okay. Wir sind komplett falsch. Das ist gut. Warte mal. Ach, da unten bist du hingelaufen. Ja, Westen. Ich hab. Wo siehst du hier eigentlich die Anzeigen von wegen Westen, Norden, Süden, Osten und so? Achso, weil es simples Karten. Ja, simples Kartenlesen war dir bekannt? Oh, lass mich. Oh Gott. Oh, das ist. Also ich stehe jetzt oben an der Wüste. Läuft. Also so, wenn mein Navi-Gerät ausfällt, mit dir irgendwie mal auf Reise zu gehen, ist glaube ich eine schlechte Idee. Na, eigentlich gar nicht so. Es wird halt spannend. Also sagen wir, ist dein Real Talk Abenteuerurlaub. Ja, ist spannend. Ah, schön.
Okay, dann. Also wenn eine Beschilderung irgendwo ist, dann kriege ich das auch wieder hin. Aber. Ja, Beschilderung. Apropos Beschilderung, ist zwar jetzt ein nicht so ein ganz erfreuliches Thema, sage ich mal, aber hast du gewusst, dass im Verteidigungsfall, was in Deutschland mit der Beschilderung passiert? Was? Autobahn und sowas? Straßenbeschilderung? Wird alles abmontiert. Echt? Hm? Was zur Hölle? Naja, hat einen simplen Hintergrund, ne? Macht zwar eigentlich in heutigen Zeiten nicht mehr so viel Sinn. Aber ja. Welchen Hintergrund hat das? Na, damals zu den Zeiten, wo das wahrscheinlich mal aufgegriffen wurde oder beschlossen wurde, gab es ja wahrscheinlich noch nicht so wirklich GPS. Und ohne GPS und ohne Straßenbeschilderung wird es ein bisschen schwieriger, sich zu orientieren. Oh Gott. Mhm. Ja, jetzt stehe ich auch bei, glaube ich, Basalt. Das ist ja Basalt. Oder hier ist beziehungsweise sogar geschürftes Basalt. Crushed Basalt. Okay. Ich versuche gerade, bist du noch da hinten? Nee, ich bin gerade in Richtung zu dir gekommen. Ah, perfekt, dann sind wir aneinander vorbeigelaufen. Das ist ja eins. Ja. Cool, warte, wo stehst du jetzt? Oberhalb vom Wasserfall. Siehst du mich doch auf der Karte, oder nicht? Ja, sehr schön. Ich bin jetzt unterhalb vom. Ja. Mhm. Mhm. Du bist jetzt wir da oben und ich bin jetzt da unten. Das ist ja 1A. Wir haben halt mal die Plätze getauscht. Achso, ja, ich bin jetzt bei dem Schiefer übrigens. Ja. Scheiße, Dreck, Alter. Ah, schön. Ich glaube, du gehst wieder in dein Loch und buddelst weiter und ich mach mein Feld weiter. Frei nach dem Motto, das läuft wenigstens. Ja. Oh Mann! Oh. Weißt du, das ist eigentlich mies, dass wir uns damals den Kupfer nicht gemerkt haben? Ich bin jetzt am riesen Fluss, an diesem riesen See, Riesen ist auch gut, an einem kleinen See bin ich jetzt. Dir ist bewusst, dass du mich auf der Karte siehst, ne? Ja, komm doch zum See jetzt. Der ist links unter dir, südwestlich von dir. Ein bisschen. Übrigens noch so ein kleiner Orientierungstipp, die Blöcke sind immer Nordwest, Ost, Süd ausgerichtet. Was? Na, die vermeintlichen Blöcke, aus was die Welt besteht. Ja, sind wie ausgerichtet? Nord, Ost, Süd, West. Mit den Kanten. Woher soll ich wissen, welche Kante welche ist? Nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel Südwesten laufen willst, dann solltest du nicht gerade laufen, das meine ich jetzt. So als Fun Fact am Rande. Ja, nee. Gesundheit. Ich hab einen Kompass. Ich sehe jetzt erst, dass die Karte und noch einen Kompass hat. Moin! Ja, das auch. So diese kleinen Punkte am Rand ringsrum. Ja. Kommt das nächste Wasserloch? Wo kommen denn die Bäume auf einmal alle her? Das. Okay, lol. Ey, du gehst hier übelst unter in dem Dickicht, ne? Ja, Tarnfarben nennt man das. In dem Fall ja. Voll mies. Das hast du doch vor 9 Jahren garantiert schon gewusst, ja? Um mich zu ärgern. Lol. Kroko, Mensch. Wieso läuft das Kroko hier rum? Das fand den Tümpel alleine immer nicht so cool. Aber die Wölfe hier sehen wirklich anders aus wie die da im Dings, ne? Voll. In der Wüste. Die sind dunkler, ne? Keule macht keine Mucken. Haust du den gerade? Ja. Schießt du mich ja an einem Pfeil ab? Du greifst einen Wolf ein, was erwartest du?
Ich muss meinesgleichen verteidigen, hallo. Ja, ist klar. Oh, er will wieder Mettbrötchen machen, oh. Er braucht Zwiebeln. Guck mal, was ich da sehe. Ah? Durch die Baumkrone durch. Ah ja. Dezent natürlich. Dezent. Okay. Weißt du, was wir jetzt immer noch nicht gefunden haben? Okay, da. Was, Gobbles haben wir Baumwolle? Gefunden. Ja. Das ist schlecht. Was ist das hier? Busch. Einfach Busch. Was ist das, was da ja. drauf ist? Nix. Also, da kriege ich nur Pflanzenfasern raus. Hm. Shit, wo kriegen wir jetzt das Baumwolle hin? Nichts. Hey Google. Hey Google. Wie sieht ein Baumwollbusch aus? Es gibt keinen Baumwollbusch. Wie sieht Baumwolle aus? Laut Baumwollseite. Baumwolle wächst als Busch oder kleiner Baum in den Tropen und Subtropen. Die Baumwollpflanze hat hübsche gelbe Blüten. Okay, ich habe einfach komplett falsch gesucht. Ich habe auch immer nur Baumwolle verstanden. Das kam immer nur ein. Ah, okay, also die Baumwollpflanze wächst an Büschen oder kleinen Bäumen. Ja. Baumwolle und die Baumwollpflanze hat kleine gelbe Blüten. Welchem. Subtropisch, ich sag mal, oder tropisch? Und da gehe ich jetzt mal ins Palmengebiet zurück. In welches Gebiet? In das Palmbiom. Das würde ich so als Subtropen identifizieren. Ja, das macht Sinn. Und suche hier nach irgendwelchen gelblichen Pflanzen. Schleierfahren. Okay. Ach, was ist das hier? Och, Idee. Oh, nehme ich die sogar. Ah, oh, ne, die hättest du aufnehmen müssen. Okay. Ich will eine Orchidee haben, die sind voll schön. Was ist das? Roter Gleiterling. Ich glaube aber, das wird nichts. Warte mal, hier haben wir Papaya. Das Ding ist, warte mal, kann ich das im World Layer, Umweltdaten, Biom, Deep Ocean, Grassland, Kaderwald, Ocean, Regenwald, Sumpf. Ja, Regenwald wäre theoretisch das richtige Biom dann. Zumindest wenn sie jetzt ja. arbeiten. Wovon du ausgehen kannst. Ja. Aber was. Ach, Plant. Nee, Plant Group. Doch, hier, warte mal. Wir brauchen Baumwolle, Busch, Blütengras, Champignon, Common, Cotton. Oh. Ziemlich flachsen. Wir haben keinen Cotton auf dieser Welt. Wir haben kein Cotton auf dieser Welt. Das ist schlecht. Meine Schwester kam gerade rein und hat mir Brownie vorbeigebracht. Ja, läuft. Gönn dir. Mach ich toll. Geil. Gott, Mann. Oh nee, oder? Das ist jetzt blöd. Was? Wir haben keinen Cotton. Wir haben absolut keinen. Das ist schlecht. Heal Potential Cotton. Also wir hätten das Potenzial dafür. Sogar relativ bei uns in der Nähe. Ja. Aha. Wir sind quasi sogar, du würdest jetzt gerade reinlaufen in dieses Gebiet. Und du jetzt nach rechts läufst, wärst du im Gebiet, wo es ja, wachsen könnte. Ja.
Das heißt, hier, wo ich bin, da könnte es wachsen. Mhm. Aber wir haben nicht einen einzigen... Richtig. Also bei der Bevölkerung sehe ich halt null. Ach du Scheiße. Mhm. Das prinzipiell... Das ist scheiße. Blöd. So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja. Aber es ist ja gut, so. Okay. Ich sag mal so, dann... Ich weiß halt nicht, ob du das irgendwo noch rauskriegst, aber gut, wenn du halt theoretisch nichts hast, ne, dann ist halt eigentlich vorbei. Was das angeht. Wow. Au. Okay, müssen wir neu starten? Nein, Quatsch. Boah, Alter. Ui. Versuch 1, schiefgegangen. Versuch 2, startet sofort. Ja. Wir sehen uns dann in Staffel 2. Nee, theoretisch, du kannst ja, deswegen hast du ja mehrere Varianten auch in den Rezepten. Du bist halt ja nicht auf eins festgelegt, aber das macht das Ganze natürlich jetzt etwas schwieriger. Etwas ist gut. Aha.